einer, der auf die Idee kommt, zum Schluss seines Porträts den Gang, auf dem er von der Gestapo an der Mauer des Friedhofs von Montparnasse verhaftet wurde. Wie viele Jahrzehnte, 4 Jahrzehnte nach seiner Verhaftung noch einmal zu wiederholen und diesmal aber im Walzerschritt ganz leichtfüßig. Einer, dem es im hohen Alter gelingt, mit 2 schmalen Broschüren Bestseller zu landen, die die Jugend mit 2 Ausrufen empört euch und engagiert euch. Dazu bewegt hat, sich gegen eine vom Geld entstellte Welt aufzulehnen. Einer, der, als er sich ausgelebt hat, sagt, jetzt möchte ich gerne sterben, und der dann auch wirklich bald darauf entschläft. So einer. Ist das nicht ein wahrhaft wunderbarer Mann? Es gibt Leute, die brillant sind. Das sind oft Leute, die uns blenden. Und es gibt Menschen, die uns erleuchten. Und zu denen gehörte Stefan Hesse. Er war Optimist. Optimismus war sein politischer Wille. Er war der Meinung, dass Pessimismus zu nichts führt. Er war alles. Er war ein Diplomat, er war ein Kämpfer, er war ein Liebhaber. Er war auch ein Philosoph, er war ein Autor, er war unglaublich viel. Er war neugierig und begierig darauf, sich mit jungen Leuten auszutauschen. Er war kein sehr eifriger Kriegsveteran, denn was ihm vor allem gefiel, war der Dialog mit der Jugend. Man fragt sich schon, wie kommt ein Mann mit über 80, weit über 80, wie kommt er dazu, immer noch aufrütteln zu wollen? Sie waren gestern da, haben ein neues Buch vorgestellt und der Abend endete mit Standing Ovations. Sie sind eine lebende Legende und ich sage noch mal kurz für unsere Zuschauer, Sie sind in Berlin geboren, ja. Sind mit 7, 8 Jahren nach Frankreich gekommen, sind heute Franzose, haben in der Résistance als Widerstandskämpfer gearbeitet. Sie haben das KZ Buchenwald überlebt. Nach dem Krieg haben Sie bei der UNO gearbeitet, an der Menschenrechtscharta mitgearbeitet, sind Diplomat geworden, ja. Und haben mit 93 Jahren ein kleines Büchlein veröffentlicht, das den schlichten Titel trägt, Empört euch. Kostet und sei nur 3 Euro. Nein. Ich hätte nicht gedacht, lieber Herr Essel, dass ich Sie heute verbessere. Es kostet 3,99. Ich habe es nämlich gekauft. Ach, wieder mal, die Preise gehen immer hoch. Und damit sind Sie aber schlagartig eine Berühmtheit geworden, nicht nur in Frankreich. Wie gehen Sie mit dieser Prominenz um? Es ist fürchterlich schwer zu ertragen. Erstens mal ist dieses Empören natürlich nur ein Anhieb. Und wenn man dabei bleibt, sagt man, ach ja, der will, dass man sich empört. Ich will natürlich nicht, dass man sich nur empört. Ich möchte, dass man sich dann engagiert und dass es dann einen Weg zur Hoffnung gibt. Dass dieses Büchlein zu einem gewissen Zeitpunkt unserer Weltgeschichte herausgekommen ist, das ist das Wichtige daran. Es hätte 30 Jahre vorher gar keinen Erfolg gehabt und vielleicht auch 20 Monate später nicht. Aber es ist ein Moment gekommen, wo ein Angst in vielen Gesellschaften war, wo geht es hin? Und als er 92 Jahre alt ist und sich diese Bewegung der Empörten bildet, kommt das unerwartet. Sein Büchlein sollte mit 3.000, 4.000 Exemplaren erscheinen. Und dann wurde es jede Woche neu gedruckt. 10.000, 30.000, 100.000, 1 Million und schließlich 4 Millionen Exemplare, die in der ganzen Welt verkauft wurden. Das war eine neue Entwicklung. Aber er ist trotzdem er selbst geblieben. Er war ja pensionierter Diplomat, sodass ihn Fragen von globaler Wichtigkeit beschäftigten. Er hat sich keinesfalls vom Erfolg dieses Büchleins den Kopf verdrehen lassen.
Sie sind ja in Berlin geboren. Ihr Vater war der bekannte Schriftsteller Franz Hessel. Wie lange haben Sie denn in Berlin gelebt und was haben Sie denn für Erinnerungen an diese Zeit? Also natürlich nur Kindheitserinnerungen, denn schon bei meinem 7. Lebensjahr bin ich aus Berlin nach Frankreich ausgewandert mit der Familie, das war 1924. Aber eine Berliner Kindheit vergisst man nicht so leicht. Und wenn ich hier auf den Tiergarten oder den Zoologischen Garten komme, wo ich Reifen gespielt habe und so, das ist doch eine Erinnerung. Afrika, hip hurra! Immerhin ist himmlisch da, so ruft alles fern und nah. Ich voll Mut sage gut, nehme Regenschirm und Hut, schmeiße mir Rinn ins Revier, komme an so jeden Vier, seh mich um, was sehst du hier? Gott ist groß, glaubt man's bloß nicht, die kleinste Spur ist los. Hinten packt dich die Hyäne mit den Zähnen in die Beine, vorne an der Kaktuswand, auch charmant, drämmelt dich der Elefant oder stupst er in den Sand. Er liebte das Spiel, auch wenn er Diplomat war, also jemand sehr Seriöses. Und ich glaube, dass er diese Lust am Spiel aus seiner Kindheit schöpfte. Er war in seiner Kindheit mit der Welt der Künstler in Kontakt. Seine Eltern bewegten sich in diesem Milieu. Und ich erinnere mich an Zeichnungen, auf denen man den kleinen Stefan mit dem Zirkus von Calder sieht. Er hatte das Glück, mit 6, 7 Jahren diesem Künstler zu begegnen, dem seinen kleinen Zirkus zeigte, der sich bei jedem Luftzug bewegte. Ich habe noch ein ganz besonderes Gedächtnis an unsere Ankunft in Paris. Es war natürlich das große Ereignis unseres kindischen Lebens. Es war auch gar nicht so leicht. Wir waren ja in der deutschen Schule, hatten ein bisschen Französisch gelernt, ich noch kaum. Und wir kamen nun an. Und zwar unter der Beschützung unserer Mutter und ihres Freundes. Und es war also ein neues Leben. Und meine erste Erinnerung an dieses erste Jahr meines Lebens ist auch wieder eine Erinnerung mit meiner Mutter. Und zwar war das an meinem 7. Geburtstag. Da fuhren wir, meine Mutter und ich, mit einem Autobus den Boulevard Saint-Michel entlang, wo ich dann mehrere Jahre, viele, viele Jahre später, mehrere Jahre gelebt habe. Und ich als kleines Kind, 7-jähriges Kind, an meinem Geburtstag dieses 7. Jahres sprang aus dem Bus heraus in die Straße und da kam schlimmerweise ein Wagen und hat mich überfahren. Und zwar hat mich so überfahren, dass ich zwischen den 4 Rädern dieses kleinen Wagens hindurchkam und auf der anderen Seite ganz unbeseert, ohne jede Wunde, kam ich heraus, nur mit einem kleinen Streifen Rot an der Wangen. Und meine Mutter hatte aufgeschrien natürlich und mich dann empfangen. So ist das. Das ist natürlich das wundervollste Erlebnis. Man kommt aus dem Tode heraus in die Arme seiner Mutter. Wer könnte sich was Schöneres vorstellen? Ich glaube, er hatte eine glückliche Kindheit, eine ziemlich ungewöhnliche, mit seinen Eltern und dieser Dreiecksbeziehung Jules und Jim. Diese Geschichte in seiner Kindheit, die den Film Jules et Jim inspiriert hat, all das hat dazu geführt, dass er eine ungewöhnliche Kindheit hatte. Dieses Kind, das das Glück gehabt hat, mit Künstlern in Kontakt zu sein, das zwischen 2 Papas und einer Mama gelebt hat, eine für diese Zeit sehr erstaunliche Geschichte in den 20er, 30er Jahren.
Für mich ist es etwas merkwürdig und manchmal sogar ein bisschen peinlich, dass man mich immer mit diesem Truffaut-Film Jules et Jim verwechselt. Man trifft mich, ach, das ist das kleine Mädchen aus Jules et Jim. Mein Vater, ein deutscher Schriftsteller, hat einen sehr, sehr lieben französischen Freund. Er heißt Rocher. Er hat meinen Vater in Paris vor dem Ersten Weltkrieg getroffen. Und die beiden sind so gute Freunde geworden, dass wenn sie auch immer eine Frau trafen, sie sich fragten, welcher von ihnen würde sich in diese Frau verlieben? Und möglicherweise beide. Sie würden also versuchen, diese Frauen zu teilen, und zwar in großer Freundschaft. Das war vor dem Krieg. Nun erschien plötzlich eine junge Deutsche, die wollte Malerin werden. Das war meine Mutter. Sie traf meinen Vater und sie heirateten in Berlin. Und danach kam dieser französische Freund zu Besuch und die beiden verliebten sich ineinander. Nun aber war das alles nicht so leicht. Die Leidenschaft wurde zu einer Leide und zu großen Schmerzen und es hörte ziemlich fürchterlich auf. Es ist natürlich so, dass als ganz kleines Kind, ich war damals 3 Jahre alt, der dramatische Moment zwischen Vater, Liebhaber und Mutter stattfand, und zwar in Bayern während unseren Ferien. Wie habe ich das empfunden? Ganz anders als wie mein Bruder. Für meinen Bruder war es ein Problem. Er war dem Vater sehr nah und empfand diese Geschichte, diese Dreieckgeschichte, die dann zum Film wurde, empfand er als eine Belästigung meines Vaters gegenüber. Ich empfand sie eher als einen Aufschwung meiner Mutter. Und insofern, da mein Vater es ja sozusagen mitgemacht hat und sich nicht dagegen gesträubt hat, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ihm etwas weggenommen wurde, sondern eher, dass meiner Mutter etwas geschenkt war, das sie brauchte. Während des Zweiten Weltkriegs bin ich vor den Deutschen aus Frankreich nach England geflohen und habe im Stab von General de Gaulle in London gearbeitet. Und zwar war ich zuständig für die Beziehungen zwischen den Alliierten und der Résistance, dem französischen Widerstand. Im März 1944 wurde ich von einem kleinen Flugzeug im besetzten Frankreich abgesetzt und sollte unter dem Decknamen Greco von Paris aus die Funkverbindungen zwischen der Résistance und London neu organisieren. Gerade hier, an dieser Ecke, ganz nah vom Friedhof Montparnasse, ist es mir passiert. Am 10. Juli 1944 wurde ich verhaftet. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin. Je suis entré en résistance, une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corde au cou. Je suis revenu de si loin. Je rends grâce à mon étoile, la mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. Ich erinnere mich an den Moment, als er zu uns kam. Wir sahen einen alten Herrn, leicht, lächelnd, als wenn er von positiven Wellen begleitet würde, die überall um ihn herum sind. Das war das Magische. Und das Magische war die Poesie.
Aber nicht die Poesie, die man liest, sondern die Poesie, die er in sich trug, die er ausstrahlte. Er war die Poesie. Er verkörperte sie in diesem Moment. Dazu musste er keine Verse rezitieren. Man sah sie, man las sie auf seinem Gesicht, in seinem Lächeln und in dieser Art, sich für den anderen zu interessieren. Une photo, monsieur, vous êtes. Attends, juste vous êtes qui? Monsieur Stéphane Essay. Non, mais je le sais, mais il faut que ce soit lui qui le dise. Stéphane Essay, et je suis ambassadeur de France, mais je suis surtout un soutien de la cause palestinienne. Et je suis ici aujourd'hui pour parler de ce que l'on devrait faire pour créer là-bas un État palestinien. Und nachdem er wieder gegangen war, um sich dem Kreis der anderen Teilnehmer der Debatte anzuschließen, haben wir auf unseren Smartphones nachgeguckt, wer dieser alte Herr eigentlich ist. Für uns war er vor allem jemand, der sympathisch, lustig und einnehmend war. Und dann sehen wir Herr Stefan Hessel. Und die ganze lange Biografie, den Widerstand, die Menschenrechte, sein Engagement, auch für Palästina. Oha, nicht schlecht. Ah oui, quand même. Am 8. August 1944, zwei Wochen vor der Befreiung von Paris, werde ich mit einer Gruppe von 37 Kameraden in einen Zug gesteckt und nach Buchenwald abtransportiert. Im Erdgeschoss lagen eine Reihe von französischen Typhuskranken. Und wir wussten, dass die Komplottleute dafür einig waren, dass wenn einer sterben sollte, der so ungefähr aussahen würde wie wir, dass der dann mit unserem Namen vom Block zum Krematorium geschickt würde. Ich ging also zu denen, die unten lagen, und versuchte von ihnen zu erfahren, wer sie waren, damit, wenn wir ihre Persönlichkeit bekommen würden, wir wüssten, was das war. Das Fürchterliche war, dass man die also kennenlernte, die drei, von denen man wusste, die sind es wahrscheinlich, die sterben werden. Und sie waren sehr krank, sprachen auch nicht viel. Man konnte nicht viel von ihnen herausbekommen. Sie waren alle schon so ganz nah vom Tode. Aber immerhin, jeden Morgen fand man, ach, es geht ihnen vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht werden sie doch noch ein bisschen länger leben. Aber das wäre gefährlich für uns. Sie müssen lieber bald sterben, dann ist unsere Geschichte. Also sowas ist schwer mitzutragen dann im weiteren Leben. Also der Michel Boitel, dessen Person ich dann identifizierte, nicht wahr? Der war ein sehr netter Junge, der war mein Alter, der war 26, ich war 27. Also von ihm und von den beiden anderen erfuhr ich ein bisschen, was sie waren, wo sie herkamen, aus dem Norden, aus dem Süden, aus einem solchen Teil von Frankreich. Ja, und während das also vor sich ging, saß man da oben mit den zwei Engländern und wartete auf ein Zeichen, und Eugen Kogon, der mit der ganzen Sache beschäftigt war und der uns also diese Möglichkeit gegeben hatte, sagte uns, ja, heute sind wieder 10 andere hingerichtet worden. Also lange dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Na, und dann starb er eben. Und es war gerade mein 27. Geburtstag, der 20. Oktober. Da war ich also, sagen wir mal, vorläufig gerettet. Und er wurde mit meinem Namen zum Krematorium geschickt. Stefan Essel sagte einmal, ich habe eigentlich drei Väter.
Ich habe meinen natürlichen Vater, Franz Hessel. Ich habe den Leiter jener Gruppe von alliierten Offizieren, der mich bestimmt hat, gerettet zu werden durch diesen Identitätstausch. Und als Dritten habe er meinen Vater Eugen Kogun als seinen Vater, weil er diese Austauschaktion organisieren konnte. Und als diese Spannung nun aus war, da war es vor allem eine Erlösung. Und gleich danach ein Gefühl der Verantwortung, nicht wahr? Ich glaube, das klingt so etwas moralistisch, aber man fühlt es einfach so. Auch dem Michel Boitel gegenüber. Wie kann ich irgendwie das annehmen, dass er mir sein Leben gegeben hat? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui les motifs de soulèvement nous manquent quand nos propres vies sont à crédit sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents qui ordonnent aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi dollar et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous. Als er aus den Konzentrationslagern von Buchenwald und Dora kam, hatte sich bei den Vereinten Nationen engagiert, die ihm wirklich als die wichtigste Neuerung der Nachkriegszeit erschien. Und davon war er bis ans Ende seines Lebens überzeugt. Er war ein hartnäckiger Verteidiger der Vereinten Nationen. Menschenrechte, Demokratie, Entwicklung. Es bedeutet, dass wir alle wissen, solange keine Entwicklung stattfindet, kann man wenig auf Menschenrechte rechnen. Andererseits aber, wenn keine Menschenrechte bestehen, bekommt man auch keine Entwicklung. Sind diese Menschenrechte denn universal? Ja, sagen wir, sie sind universal. Es steht nicht nur in der Universalerklärung über Menschenrechte, es stimmt auch. Denn wo auch ein Mensch oder ein menschliches Wesen sich befindet, will er Leben, Freiheit, Erziehung, Gesundheit. Er hat darauf ein Anrecht. Bonjour les enfants, bonjour les petits écoliers burkinabés. Voilà, je suis très heureux de vous saluer et de vous souhaiter une bonne année scolaire. Asseyez-vous. Montrez-moi comment vous vous servez de cette eau. Si vous voulez boire de l'eau, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà. Et tu lui donnes à boire à lui, peut-être, pour être sûr qu'il est content? Die Zuversicht, das Vertrauen, das hat er ihn gekennzeichnet, dass er immer Vertrauen hatte, dass er sich von keinem Fehlschlag hat unterkriegen lassen, dass er immer neue Hoffnung geschöpft hat, egal ob es um irgendwelche internationalen Themen wie Klimaschutz oder so etwas ging oder die Verhinderung eines Krieges, vielleicht im Israel-Palästina-Konflikt. Er hat sich nie unterkriegen lassen, wann immer er gesehen hat, dass eine Situation zum Scheitern geführt hat oder dass er selber bei einem Versuch gescheitert ist, das kam ja auch vor, ne? Wusste er, diesem Scheitern wird ein neuer Versuch folgen und irgendwann wird dann dieser Versuch zum Erfolg führen. Man sprach ja oft auch, man nannte ihn oft ja auch den glücklichen Sisyphus, der Mann, der immer den Stein hochwälzt, der rollt immer runter, aber er weiß, im Gegensatz zu Sisyphus, einmal wird der Stein oben bleiben. There can and must be no tolerance for violence committed by extremist factions. Das Bild unserer Welt ist schief. Man muss sich also schon die Welt so vorstellen, dass das Gespräch zwischen den Mächtigen und den Nichtmächtigen immer ein etwas falsches Gespräch ist. Die einen, die Nichtmächtigen,
wollen den Mächtigen das wegnehmen, was sie haben. Sie wollen auch mächtig werden. Und die Mächtigen möchten die Nichtmächtigen eigentlich da behalten, wo sie sind, und nur so ein bisschen helfen, damit sie nicht zu sehr zusammentrümmern. Also das ist schon ein unangenehmes Bild, unter dem wir auch alle leiden. Stefan Hessel war Diplomat bei den Vereinten Nationen, eine Zeit lang auch in Genf. Und ein Botschafter, der einer seiner Weggefährten war, erzählte mir, dass sie eine Theatergruppe gegründet hatten. Jedes Jahr führten sie ein Stück auf. Und es war so, dass Stefan sich immer die Rolle des Dieners vorbehielt. Ich glaube, das war kein Zufall. Das zeigte, dass Titel und alles, was man so vorzeigen kann, nicht das war, was für ihn zählte. Es war die Beziehung zum anderen Menschen. Für die Bettler wie für die Mächtigen war er dieselbe Person. Und er selbst war der Meinung, dass er ein wenig den Dienern etwa bei Molière ähnelte. Hat man als Mensch, als Diplomat, als Staatsbeamter oder als internationaler Beamter irgendwie dazu beigetragen, dass das jetzt anders aussieht? Na, man muss schon sagen, man wird eher etwas melancholisch, wenn man daran denkt, was man immer wieder behauptet hat und was immer wieder fehlgegangen ist. Jedes Mal sagt man sich, hier haben wir nun endlich wieder, jetzt hat die UNO wirklich einen großen Erfolg in Angola gehabt. Und dann ein paar Wochen später gibt es da wieder Zivilkrieg. Also das ist melancholisch. Darum ist eben auch die schöpferische Natur, wenn man das so sagen kann, von einem Diplomaten eine melancholische. Stefan Hessel war ein Mann der Kultur. Die Kultur hat ihm geholfen, hat ihn gerettet. Es ist also auch ein Aufruf, sich der Poesie zu bemächtigen. Der Poesie als Heilmittel für die Seele. Weil es die Poesie war, die es ihm ermöglicht hat, die Konzentrationslager zu überleben. Die Poesie kam aus seiner Beziehung zu seiner Mutter. Als ganz kleiner Junge schon. Denn seine Mutter liebte die englische Sprache. Sie war eine sehr kultivierte Frau und hat ihre beiden Söhne schon in früher Kindheit Gedichte rezitieren lassen. Er hat das im Grunde sein ganzes Leben lang fortgesetzt. Er hatte eine Leidenschaft für seine Mutter. Ich glaube, anfangs tat er es ihr zuliebe. Aber dann wurde es zu etwas ganz Wesentlichem in seinem Leben. Er hat oft erzählt, dass er in Dora oder in Buchenwald war und sie dort auf Pritschen schliefen. Zu dritt auf einer Pritsche, und man durfte sich nicht bewegen, um den anderen nicht vom Schlaf abzuhalten. Und so rezitierte er sich die ganze Nacht lang Gedichte, um stillzuliegen und schließlich einzuschlafen. Die Poesie hat eine extrem wichtige Rolle gespielt. Ich würde sagen, in irgendeiner Umstand, wo es einem schlecht geht und wo man irgendwie Leiden empfindet, auch körperliche Leiden, man ist ermüdet, man ist verhungrigt, man ist geschlagen worden und es geht nicht gut. Wenn man dann die Kraft hat, an ein Gedicht zu kommen, was man auswendig kann, dann ist gerade die Freude daran, sagen wir, la fierté, wie würdest du das auf Deutsch sagen, nicht der Ehrgeiz, aber der Stolz. Der Stolz, mein Gedächtnis funktioniert noch und es hebt in sich etwas Schönes auf. Und das bedeutet, dass ich immer noch ein Mensch bin. Dürfte er sich einmal wenden, wäre das Zurückschauen nicht die Zersetzung dieses ganzen Werkes, das erst vollbracht wird. Müsste er sie sehen, die beiden Leisen, die ihm schweigend nachgehen. Den Gott des Ganges
und der weiten Botschaft, die Reisehaube über hellen Augen, den schlanken Stab hertragend vor dem Leibe und flügelschlagend an den Fußgelenken und seiner linken Hand gegeben, sie, die so geliebte, dass aus einer Leier mehr Klage kam als je aus Klagefrauen, dass eine Welt von Klage war, in der alles noch einmal da war. Poesie ist Widerstand. Poesie ist das Gegenteil von Parolen. Poesie ist, lehrt uns, dass Worte Symbole sind, die man nicht zu Ende interpretieren darf. Die man nicht, auch nicht die Interpretation den Mächtigen überlassen darf. Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Es hat mich sehr beeindruckt, so wie mich die ganze Geschichte von diesem großartigen Mann sehr beeindruckt hat. Und das hat nicht lange gedauert. Ich habe das Buch gelesen und ich glaube, da haben sich schon die ersten Textzeilen formuliert in mir. Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen. Sie reden Unsinn und der wird gern publiziert. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Börse jubelt, wenn sie die Erde lassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie ja nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Déjà c'est un... Empört euch ist zu einem Slogan geworden, der sich in ganz Europa verbreitet hat. Sehr viele Leute haben sich darauf berufen. Man wird nie wissen, welchen konkreten Anteil Empört euch an Podemos in Spanien hat. Aber wir wissen, dass diese Botschaft zu den Dingen gehört, die Podemos Nahrung und Inspiration gegeben haben. Es hat auch der Bewegung der 99% an der Wall Street einen Nährboden geliefert. In Frankreich gab es die Bewegung der Empörten. Und dann gab es Nuit Debout. Die wurden dadurch inspiriert. Wir wissen, dass es für viele Leute viel bedeutet hat. Aber es ist wie mit jemandem, der während seines ganzen Lebens überall kleine Samen gesät hat und der nicht wirklich weiß, welche wo aufgegangen sind. Aber Tatsache ist, dass es Bäume, dass es ganze Wälder von Empörten gibt, heute und auch morgen noch. Und das ist eine lange Geschichte, die von vielen Leuten weitergeschrieben wird, die sich als Kinder dieser Botschaft fühlen. Les enfants de ça. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle du haut de son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle du haut de son étoile, entendez-vous. And happy welcome, Aoma Obama. Und schönen guten Abend, Mathieu Carrière. Empört euch. Indignez-vous. Time for outrage. Von Stefan Hessel. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin.
La dernière chance de faire participer ceux et celles qui viennent après à l'expérience qui a servi de socle à mon engagement politique, les années de résistance contre la dictature et l'occupation, la résistance et son héritage politique. Alle sind aufgerufen, unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir auf sie stolz sein können. Nicht diese Gesellschaft der in Illegalität gedrängten, der Abschiebungen, des Misstrauens gegen Zuwanderer, in der die Sicherung des Alters, die Leistungen der Sozialversicherung brüchig geworden sind und in der die Reichen die Medien beherrschen. Ich wünsche allen, jedem Einzelnen von euch, einen Grund zur Empörung. Das ist kostbar. Wenn man sich über etwas empört, wie mich der Nazi-Wahn empört hat, wird man aktiv, stark und engagiert. Man verbindet sich mit dem Strom der Geschichte. Und der große Strom der Geschichte nimmt seinen Lauf dank dem Engagement der vielen. Noch nie war der Abstand zwischen den Ärmsten und den Reichsten so groß. Noch nie war der Tanz um das goldene Kalb, Geld, Konkurrenz, so entfesselt. Wenn aber, heute wie ehedem, eine aktive Minderheit sich erhebt, wird der Sauerteig seine Wirkung tun. Gewiss stehen die Jungen heute in einer anderen Wirklichkeit als ich, sehr alter Mann, mit dem Geburtsjahr 1917. To the young people, I say, look around you. You will find topics that justify your indignation. Facts about treatment of immigrants, of illegal immigrants, of the Roma, the gypsies. You will find concrete situations that lead you to strong citizen action. Search and you will find. Ohne mich ist das Schlimmste, was man sich und der Welt antun kann. Den Ohne-mich-Typen ist eines der absolut konstitutiven Merkmale des Menschen abhanden gekommen. Die Fähigkeit zur Empörung und damit zum Engagement. Die Zukunft gehört der Gewaltlosigkeit und der Versöhnung der Kulturen. Davon bin ich überzeugt. Das muss, das wird die nächste Etappe der Menschheit sein. Das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Wenn es gelingt, dass der Unterdrücker und der Unterdrückte über das Ende der Unterdrückung verhandeln, wird keine terroristische Gewalt mehr erforderlich sein. Deshalb darf man nicht zulassen, dass sich zu viel Hass aufstaut. Gero Gimanyen en Pingo, Pingo en Gero Gimanyen. Yeniyi yaratmak, direnmek demektir. Direnmek, yeniyi yaratmak demektir. To create is to resist. To resist is to create. Neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues Schaffen. Der Diskurs von Stefan Hessel war also ein Diskurs des Engagements und Handelns. Wie er selbst sagte, empört euch, reicht nicht. Man muss dann auch etwas tun. Und wir haben gesehen, wie sich Empörte engagiert haben. Wir sind zusammen nach Spanien gereist, nach Barcelona, nach Madrid, an die Puerta del Sol, auf diesen großen Platz. Da waren 500.000 Menschen, die campten, die demonstrierten, die protestierten. Und einige unter ihnen haben sich danach engagiert. Einige haben Kooperativen gegründet. Sie hatten Unternehmergeist. Sie haben Kooperativen gegründet, um kurze Vertriebswege in der biologischen Landwirtschaft entstehen zu lassen. Andere haben sich für alternative Währungen engagiert, weil sie sagten, das bestehende Finanzsystem funktioniert nicht. Damit fahren wir direkt gegen die Wand. Wir müssen lokale Alternativen erfinden. Es ist also eine konstruktive, positive Empörung. Um eine Anekdote zu erzählen, wir sind einmal zusammen nach Avignon gefahren, im Juli. Die Sonne strahlte, es waren 35, 40 Grad. Den ganzen Tag lang hatte man ihn von Debatte zu Debatte geführt, hier in einem Kino, da zu einer Diskussion. Die Leute erkannten ihn auf der Straße, sprachen ihn an und fragten, können Sie kurz zu uns sprechen?
Und er nahm das Mikrofon, rezitierte ein Gedicht oder sprach über Ökologie. Ich erinnere mich an Atomkraftgegner, die ihn aufforderten, Position zu beziehen und vor Hunderten von Leuten auf der Straße etwas zu sagen. Und er machte das. Er improvisierte, aber es war immer richtig. Und am Ende dieses Tages, wir waren morgens um 7 in Paris vom Gare de Lyon losgefahren und fuhren um 22 oder 23 Uhr zurück. Ich lag erschöpft auf meinem Sitz und er korrigierte die Fahnen eines Buches. Er war immer wach. Er besaß eine große Energie. Nicht nur sein Optimismus, auch seine Energie waren ansteckend. Um 23 Uhr, gegen Mitternacht, kamen wir also in Paris an. Ich sage, nehmen wir ein Taxi. Und er sagt, nein, nein, wir nehmen den Bus. Den Bus 63, der bis zu mir fährt. Er lebte einfach und besaß eine unglaubliche Energie mit 95 Jahren. Das war schon ziemlich beeindruckend. Er war ein engagierter Mann. Im Allgemeinen sind das in gewisser Weise Anführer, die die anderen inspirieren. Also war es normal, dass er diese Ausstrahlung hatte. Er war ein strahlender Mensch, er selbst, durch seine Persönlichkeit. Er hatte sehr viel Charme und niemand konnte dem widerstehen. Ich auch nicht. Viele Menschen haben heute das Gefühl, sie sind Mächten ausgeliefert, die sie überhaupt nicht beeinflussen können. Das heißt, sie können sich gar nicht wehren. Und sie schreiben unter anderem, ich zitiere jetzt nur einen Satz, sie schreiben, es ist ja alles deshalb so schwierig, weil die Macht des Geldes niemals so groß, so anmaßend, so egoistisch war wie heute mit Lobbyisten bis in die höchsten Ränge des Staates. Das schreiben sie, das gehört zu dem, was sie da in nur 15 Seiten niedergeschrieben haben. Aber sie haben auch, ich glaube, in ihrer Autobiografie steht es, da haben sie gesagt, in ihrer Biografie, ich habe im KZ Buchenwald gelernt, ein Europäer zu werden. Ja, ja. Das ist schwer verständlich. Im KZ, eine Stätte des Grauens, wollen Sie Werte entwickelt und mitgenommen haben. Wie kam das? Wenn man in einer so fürchterlichen Situation ist, wie wir in den KZs waren, dann denkt man an etwas anderes. Man denkt an die Möglichkeiten. Man lebt da. Mit Deutschen, viele Deutsche, nicht wahr? Die ersten Gegner von Hitlers waren ja in den KZs. Die waren unsere Kapos, die waren mit uns verbunden. Und da gab es die Polen und die Russen und da gab es die Franzosen und die Italiener und die Engländer und alle. Und wir hatten das Gefühl, was wir hier erfahren, ist das Gegenteil, das genaue Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns Freiheit, wir wünschen uns Menschenrechte. Wir sind zusammen als Europäer. Wir müssen, wenn dieser Krieg zu Ende ist, müssen wir Europa aufbauen. Meine Generation hat wenig geleistet, aber eins hat sie geleistet, Europa haben wir gebaut. Europa ist noch nicht so stark, wie wir es uns wünschen. Manchmal sagen wir, ach, diese Europäer, die können ja nicht zusammenarbeiten, das geht doch nicht, da sind die Ungarn und die machen was und dann die Österreicher machen was. Aber das Wichtige ist, dass es Europa gibt und dass Europa eine Zukunft hat. Und zwar eine Zukunft des Mitarbeiten mit den anderen großen Kulturen. Als Europäer kann das uns gelingen. Es gab eine ganze Reihe von Sachen, derer er sich annahm. Und darum wendeten sich auch viele Leute an ihn, wegen des universellen Charakters seines Engagements. Es fiel ihm nicht leicht, eine Aufforderung abzulehnen. Seine Frau, Christiane, sagte eher schon mal nein. Dazu gibt es etwas Lustiges, das in den Redaktionen unter den Journalisten herumging. Wenn du die Frau von Stefan am Apparat hast, leg sofort auf. Sie wird Nein sagen. Ruf also wieder an, bis du an Stefan gerätst, denn er wird Ja sagen. Und er sagte so oft Ja, dass sein Zuhause, diese kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im 14. Bezirk, übervölkert war. Christiane musste sich manchmal in ihrem Schlafzimmer anschließen, denn sie hatte diese ganzen Interviews und diese ganzen Journalisten, die ins Haus kamen, ein bisschen satt. Aber Stefan war immer fröhlich. Er hatte Lust zu teilen und so empfing er unentwegt Leute. Es entsprach seinem Temperament, das Ganze als ein lustiges Abenteuer zu betrachten. Nein, er kam ganz gut damit zurecht.
Was mir eigentlich Spaß macht, ist, mit Leuten plötzlich in Kontakt zu kommen und zu sagen, ach, Sie sind Deutsche, haben Sie Dichtung gern? Ja, sagt der Unglückliche. Dann sage ich, na, da will ich Ihnen ein kleines Hoffmannsthal-Gedicht aufsagen. Dann sieht er etwas betroffen aus und dann hört er zu und dann am Ende sagt er vielen Dank. So wie man Lust auf Liebe hat, wie man Lust auf Reisen hat, wie man Lust auf Abenteuer hat, so hat man eben auch Lust auf Tod. Denn schließlich weiß man, er kommt. Und das ist doch etwas, womit man sich dann irgendwie auseinandersetzen soll. Und ich habe also nie Angst vor Tod gehabt. Ich habe Furcht haben können. Jetzt kommt vielleicht Tod, das ist mir ja mehrere Male im Leben passiert, aber eher zu sagen, ja, warum denn, warum jetzt und so, aber nie, dass man sich sagt, ach, das ist ja greulich und das ist ja fürchterlich. Das ist mir nie so passiert. Vielleicht kommt es noch. Man sagt ja, die letzten Momente des Lebens machen einen ganz verschiedenen Menschen aus. Und jemand, der sehr wunderbar, völlig religiös war, wird dann plötzlich nervös. Und einer, der es gar nicht war, wird plötzlich ganz ruhig und sanft. Das werden wir schon sehen. Das werdet ihr sehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht sehen, aber man weiß nicht. Vielleicht sehe ich es auch. Einer, der auf die Idee kommt, zum Schluss seines Porträts den Gang, auf dem er von der Gestapo an der Mauer des Friedhofs von Montparnasse verhaftet wurde, wie viele Jahrzehnte, 4 Jahrzehnte nach seiner Verhaftung noch einmal zu wiederholen und diesmal aber im Walzerschritt ganz leichtfüßig. Einer, dem es im hohen Alter gelingt, mit 2 schmalen Broschüren Bestseller zu landen. Die Jugend mit 2 Ausrufen, empört euch und engagiert euch. Dazu bewegt hat sich gegen eine vom Geld entstellte Welt aufzulehnen. Einer, der, als er sich ausgelebt hat, sagt, jetzt möchte ich gerne sterben, und der dann auch wirklich bald darauf entschläft. So einer. Ist das nicht ein wahrhaft wunderbarer Mann? Er war fast bis zum Ende jung. Er hatte das Glück, bis zum letzten Tag geistig intakt zu sein, ein intaktes Gehirn zu haben. So sehr, dass er mir am Abend vor seinem Tod, als ich ihn gefragt habe, soll ich dir das Abendessen ans Bett bringen, gesagt hat, aber nein, ich werde am Tisch zu Abend essen. Und er hat am Abend vor seinem Tod am Tisch zu Abend gegessen. Er ist bis zum letzten Abend aufrecht geblieben. Das ist sehr beeindruckend. C'est très, très impressionnant.
Stéphane Hessel aimait la France. Il était fier de connaître par cœur tous les couplets de la Marseillaise, où chaque citoyen respire sous les lois de l'égalité et aspire à ce que l'image chérie de la France, celle des droits de l'homme, s'étende sur tout l'univers. Il aimait la France. Et c'est pourquoi notre pays, au-delà des sensibilités, au-delà des oppositions d'un temps, des contradictions, lui rend hommage aujourd'hui. Stéphane Hessel a contribué au rayonnement de notre pays.